Liebe Freunde, wir sind auf der öffentlichen Seite des Rundfunkbeitrags oder des sogenannten Beitragsservice. Die haben sich ja umbenannt von der GEZ zu Beitragsservice, um uns da marketingtechnisch das Ganze hier besser verkaufen zu können, um mehr für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung damit zu sorgen. Hat bei mir nicht geklappt, wie bei vielen anderen auch nicht. Wir sagen weiter GEZ-Zwangsgebühren, denn nichts anderes ist das Ganze. Ich starte hier heute auf der Seite von diesen GEZ-Erpressern, weil ich heute darauf eingehen möchte, wie die öffentlich-rechtlichen Medien diese Gelder oder einen Teil dieser Gelder dafür einsetzen, um ja den ganzen Markt quasi zu manipulieren. Und das soll alles noch ein bisschen mehr Argumente für die GEZ-Gegner liefern, um gegen dieses System einfach weiter kämpfen zu können, um weitere Argumente zu haben, um diesen Beitragsservice endlich ein für alle Mal zu streichen. Und wenn wir über die Gelder reden wollen, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk da zur Verfügung stehen, dann müssen wir auch die Summe nennen. Und das Handelsblatt nennt mittlerweile über 10 Milliarden Euro, die da zusammenkommen für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Weiter unten ist die Rechnung dazu. Errechnet hat diese Zahl das Kölner Institut für Medienpolitik aktuell auf der Basis von den Sendern für 2023 vorgelegten Haushaltsplänen. So entfallen auf die neuen ARD-Anstalten rund 7,25 Milliarden Euro, auf das ZDF 2,5 Milliarden und auf das Deutschlandradio 276 Millionen. Das addiert sich auf 10,027 Milliarden Euro. Also, es schwebte ja immer die Zahl von 8 Milliarden Euro, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich da einstreicht durch die Netze. Aber wir können das Ganze korrigieren. Es sind mittlerweile über 10 Milliarden Euro und die kriegen den Hals einfach nicht voll. Und so hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten empfohlen, den Rundfunkbeitrag ab 2025 um 58 Cent anzuheben. Und dann müssten wir theoretisch 18,94 € im Monat bezahlen. Die Kommission erkennt für die Beitragsperiode 2025 bis 2028 Kosten von rund 41,65 Milliarden Euro für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an. Liebe Freunde, da fragt man sich doch ernsthaft, was machen die mit so viel Geld? Ja, wir wissen, die Intendanten und Angestellten, da ziehen sich natürlich auch fürstliche Monatsgehälter rein. Auch die Pensionen sollen da nicht schlecht sein. Für Kunst und so soll viel ausgegeben werden. Aber es wird ja auch eine ARD-Mediathek hier vorgehalten. Die ist allseits bekannt. Jetzt bin ich allerdings hier mal auf die ARD-Audiothek aufmerksam geworden. Und da gibt es dann so Podcasts und Hörspiele und so weiter und so fort. Alles erstmal nicht so auffällig, wenn da nicht dieser NIOS-Artikel wäre. Und die Kollegen da von NIOS, die haben hier wirklich sehr gut recherchiert. Und die Überschrift lautet da von dem Artikel: Schlecht geklickte Beiträge von Luisa Neubauer und Co., wie die ARD Gebührengeld für Podcast-Reichweite verballert. Und da in dieser Überschrift, da wird es ja eigentlich schon gesagt, dass die ARD Gebührengelder dafür benutzt, um die Reichweite hier von diesem äußerst wichtigen Beitrag für unsere Öffentlichkeit in Deutschland, den Podcast von Luise Neubauer, Iran im Herzen, der Cosmo-Podcast zur Iran-Revolution, natürlich super wichtig. Dafür geben wir doch gerne unsere Gebühren aus. Ja, die ARD nutzt halt jetzt unsere zwangseingetriebenen Gebühren, um diesen Podcast da werbemäßig zu fördern. Aber damit nicht genug. Das ist ja nicht der einzige Podcast, den die ARD da in ihrer Audiothek vorenthält. So wurde beispielsweise die Anzahl der in der Audiothek verfügbaren Audiobeiträge in 2022 auf mehr als 100.000 beziffert, die sich auf rund 1.500 Formate verteilen, schreibt das Medienmagazin Quoten Meter. Das heißt also,
Da sind 100.000 Beiträge erstellt worden in 1500 Formaten. Wahrscheinlich hier Iran im Herzen ist eines dieser Formate. Das gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Ich möchte da gar nicht reingucken, weil dann kriege ich schon wieder so einen Hals, weil es wird wahrscheinlich so ein Gender-Zeug sein, so ein LGBT-Zeugs und so weiter und so fort. All das wird da sicherlich verherrlicht. Und das Ganze ist allerdings nicht nur auf der ARD-Audiothek veröffentlicht, sondern der öffentliche Rundfunk verteilt seine Audioformate zudem im großen Stil auf privaten Plattformen wie Spotify, Google oder Apple. Die gebührenfinanzierten Inhalte stehen so in direkten Konkurrenz mit Anbietern, die nicht auf enorme Budgets und gut ausgestattete Redaktionen zurückführen können. Diese Situation verzerrt den Wettbewerb zulasten kleiner Anbieter. Ja, da können wir erstmal kurz anhalten und uns mal Gedanken darüber machen, was da eigentlich hintersteckt. Also das ist so, dass die ARD mit ihrem Milliardenbudget dahin geht und Leute dafür bezahlt, solche Podcasts zu erstellen, denen ein technisch ausgereiftes Studio hinstellt, also alles mit Hightech, mit besten Mitteln, so was einfache Leute, sage ich mal, wie ich überhaupt gar nicht haben. Ich sitze hier in meiner Abstellkammer, besser gesagt, und produziere hier meine Videos, habe überhaupt kein Budget im Endeffekt dafür. Ich stecke hauptsächlich mein eigenes Geld da rein, um hier das Ganze zu produzieren, kann mir auch keine Gelder dafür leisten, jetzt meine Formate noch zu bewerben, habe dann noch den Algorithmus-Nachteil im Endeffekt, weil ich ja Sachen produziere, die nicht vom Mainstream gewünscht sind. Und ja, da kommt dann die ARD noch mit ihren Protagonisten da als großer Gegenspieler hin, die ja die Algorithmen da gesetzlich haben ändern lassen, dass deren Sachen auch noch früher ausgespielt werden. Und zusätzlich haben die ja auch noch die Macht, tausende Leute zu beschäftigen und tausende Formate rauszuhauen. Also die produzieren Unmengen, die sowieso dann schon mal im Raum stehen und haben dann auch noch die Algorithmen auf ihrer Seite. Aber das ist ja noch nicht alles, denn jetzt geht's ja weiter. So heißt es hier auch, weiter sorgen die gebührenfinanzierten Inhalte für mehr Traffic auf den entsprechenden Plattformen, von dem zunächst die privaten Anbieter monetär profitieren. Ja, ganz klar, Spotify, Google und wie sie alle heißen, die profitieren natürlich davon. Das heißt, wir Gebührenzahler müssen die Produktion dieser ganzen ARD-Inhalte da bezahlen und mit diesen Inhalten verdienen dann wieder Privatanbieter und wir haben im Endeffekt nichts davon, außer dass wir uns den Schwachsinn dann anhören müssten oder könnten und ja dann von ARD und ZDF in die gewünschte politische Richtung gedrängt würden. Das Ganze geht dann sogar so weit, dass zum Launch des Maischberg-Podcasts der WDR eine Kooperation mit Spotify einging, weshalb das Programm zunächst als Spotify-Original auf der Plattform lief. Also da frage ich mich doch auch, wenn die Gebührenzahler das bezahlen und Spotify als privates Unternehmen das als sein Original ausgeben, ist das doch schon mehr als fragwürdig. Doch nicht nur Kooperationen mit Spotify ließen Kritiker aufhorchen, auch geht es immer wieder um Werbegelder für Podcasts, die von Gebührengeldern finanziert werden. Und da haben wir die ganz große Wettbewerbsverzerrung. Das heißt, wenn ARD und ZDF und wie sie alle heißen, dann auch noch hingehen können und ihre Podcasts da bei Spotify, bei YouTube und so weiter und so fort bewerben können mit massiven Werbegeldern, dann kriegen die ja noch mehr Klicks und der private Anbieter, der kleine Produzent von Inhalten ist ja dann noch weiter benachteiligt, weil ja wiederum nicht nur durch die manipulierten Algorithmen oder so schon die öffentlich-rechtlichen Formate besser angezeigt werden. Nein, durch die Werbung werden sie dann zusätzlich nochmal mehr ausgespielt. Das heißt, der potenzielle Sucher nach Inhalten im Internet wird zwangsläufig erstmal auf Mainstream-Sachen stoßen und alles andere, was so alternativ ist oder von privaten, kleinen Leuten produziert wird, wird ja durch die öffentlich-rechtlichen Medien in den Hintergrund gedrängt aufgrund ihrer Macht, die sie durch unsere erpressten Gelder erstmal erlangt hat. Also da muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie pervers dieses gebührenfinanzierte Rundfunksystem ist.
Und ein so ein Rohrkrepierer, nämlich das Format da von der Luise Neubauer, wird hier als Beispiel genommen. Welches auf YouTube nicht wirklich gut geklickt wirkt, ist der Kanal Kosmos von WDR. Also das ist dieser totale Multikulti-Kanal, soweit ich weiß, den bloß die Finger weg. Der zuletzt hochgeladene Beitrag vom März diesen Jahres zählt bisher etwas mehr als 300 Aufrufe bei mehr als 150.000 Abonnenten auf dem Kanal. Generell sind die Aufrufzahlen sehr inkonsistent. Kurze Musikbeiträge erreichen mehr als 100.000 Klicks. Einzelne Interviews haben einige Tausend, wenige 10.000 Aufrufe. Kosmos unterteilt seinen Content in verschiedene Kategorien. Beispielsweise gibt es in der Reihe Iran im Herzen einen Podcast, bei dem Iranerinnen zu Frauenrechten sprechen oder Luise Neubauer sich zu Klimathemen im Iran äußert. Ende 2023 investierte der WDR rund 37.000 Euro, um Iran im Herzen zu bewerben. Das Geld wurde für Werbung auf TikTok und YouTube ausgegeben, die vor allem im Dezember an die Nutzer ausgespielt wurden. Ja Leute, und das ist doch der richtige Skandal. Welcher kleine Produzent von Inhalten auf YouTube oder TikTok hat denn ein Budget von 37.000 Euro, um sein Format zu bewerben? Und das ist eine massive Wettbewerbsverzerrung, die hier von den öffentlich-rechtlichen Medien vollzogen wird. Und das geht gar nicht. Ein Grund mehr aus Gewissensgründen, sich der GEZ-Gebühr zu verweigern. Ich zahle schon lange nicht. Über 3,2 Millionen zahlen auch nicht. Habe ich ein Video zu gemacht. Schaut es euch unbedingt mal an. So heißt es hier auch noch, Neubauer wird am wenigsten geklickt. Ich meine, ich verlinke euch den Artikel, da könnt ihr selber mal lesen. Ich glaube, wir haben jetzt sowieso schon das meiste rausgearbeitet, worauf ich hinaus wollte. Hier vielleicht noch den Endsatz. Der gebührenfinanzierte Rundfunk ist nicht wirklich auf hohe Reichweiten angewiesen, im Gegensatz zu den privaten Mitbewerbern. Insofern sollten die Gebühren lieber ins Programm investiert werden und nicht in Werbung, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den privaten Mitstreitern zu erkaufen. Ja Leute, und so sieht's aus. Meine Meinung ist dazu eigentlich, den gebührenfinanzierten Rundfunk so oder so abzuschaffen oder aus Gewissensgründen nicht zu zahlen oder aus welchen Gründen auch immer. Des Weiteren kann ich nur empfehlen, eure Abos für sämtliche öffentlich-rechtliche Formate zu kündigen und die Abos lieber auf alternative Inhalte dazu verteilen oder auch besser gesagt lieber alternative Inhalte klicken und konsumieren. Zum Beispiel meinen Kanal, hier wird auch garantiert nicht gegendert und irgendwelche Regenbogenideologie verbreitet. Und ja, schaut doch lieber alternative Medien, auch wenn ihr die etwas mehr suchen müsst, macht euch die Mühe, es lohnt sich. Und wenn ihr dann alternative Kanäle gefunden habt, dann abonniert die, dann schaut die regelmäßig, abonniert am besten alle deren Social Media Konten, damit ihr dann auch, falls irgendwas gesperrt wird, weiterhin mit denen in Kontakt sein kann. Ich habe nur YouTube und ein bisschen TikTok, ansonsten arbeite ich aber mit den Jungs von Cayman News zusammen und darüber kann man dann auch in Kontakt bleiben. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als teilt bitte dieses Video, um noch mehr Menschen auf diese miesen Machenschaften von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufmerksam zu machen. Abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr auch in Zukunft mehr Videos von mir bekommt. Glocke aktivieren, dann werden die euch von YouTube auch einigermaßen gut ausgespielt. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!